Hallo Freunde der tierischen Kunst. Heute zeige ich euch, wie ich eine Hundenase in Zupfpastell auf dem besonderen Medium Velourpapier male. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich fange an hier mit der Nase mit einem schwarzen Stick. Dieser Stick ist von Pitt Pastel. Das ist eigentlich der schwärzeste Stick, den es gibt, mit dem man auf Velourpapier zeichnen bzw. malen kann. Also das Schwarz ist wirklich sehr, sehr schwarz. Es ist kein Softpastell, sondern eben ein Stick. Und den benutze ich immer für die schwarzen Anteile im Porträt, wobei ich nicht sehr viel Schwarz benutze. Die Nase ist eigentlich nicht immer nur schwarz, sondern hat einen Unterton. Und dieser ist hier blau. Ein Softpastell von Schminke benutze ich hier in so ein mittleres Blau und jetzt ein dunkleres Blau. Welche Töne, welche Farbtöne und welche Pastelle ich genau benutze, das werde ich demnächst auf meinem Patreon-Kanal, den ich vorbereite, alles erklären, und da wird es genauere Filme geben. Hier habe ich einen Künstlerstift genommen und dadurch konnte ich die Kanten besser betonen. Jetzt nochmal einen schwarzen und jetzt nochmal einen Künstlerstift, beziehungsweise hier arbeite ich schon mit einem sehr gut angespitzten Pastellstift von Pitt Pastel, das Schwarz von Pitt Pastel, und den habe ich so gut angespitzt mit dem automatischen Anspitzer mit der Kurbel, den ich eigentlich für Künstler Farbstifte habe. Der ist wirklich super. Betone ich nochmal die äußeren Teile der Nase. Auf Velourpapier kann man eigentlich fast überhaupt nicht mit Pastellstiften malen. Das geht nicht, weil das Velourpapier ist halt sehr, sehr samtig. Aber mit einem Schwarz und mit einem Dunkelbraun, das geht. Hier habe ich eine Pastell, ein weiches Pastell genommen mit etwas Indigo, also der Farbton ist Indigo, den ich hier benutze, von Sennelier. Ich benutze auch viele Softpastelle von Sennelier und dann halt auch noch von Schminke. Das sind meine zwei Haupt Softpastelle. So, jetzt geht's weiter mit einem sehr hellen Babyblau. Der ist vom Seht, dass ich um diese klitzekleinen Farbtüpfelchen zu malen, ich breche die Softpastelle einfach wirklich in sehr kleine Stückchen. Denn mit Pastellstiften kann man auf Velourpapier in hell nicht malen. Das geht nicht.
Also manchmal benutze ich auch einen ganz hellen Pastellstift, ein helleres Grau. Da geht es so einigermaßen, aber nicht wirklich. Also auf Velourpapier funktioniert das einfach nicht. Es ist wirklich ein sehr besonderes Medium. Ja, ich kann hier immer mit diesem schwarzen Pastellstift von Pitt Pastel drüber gehen und es korrigieren, weil auch wenn ich die Softpastelle, die hellen hier, wirklich sehr, sehr klein gebrochen habe, manchmal ist es dann zu viel von dem Hell und ich kann es halt immer noch korrigieren mit dem schwarzen Pitt Pastel. Bei Velourpapier ist es wichtig, dass man, wenn man etwas malt, dass man es dann wirklich eintupft oder sogar einreibt in das Velourpapier. Das ist der Unterschied zwischen Sandpapieren. Also man muss es wirklich dann einreiben in die Oberfläche. Das würde sonst einfach runterfallen. Deshalb seht ihr immer, dass ich dann immer drüber gehe mit dem Finger, um das einzureiben. Gleichzeitig ist es halt nicht mehr dann so extrem hell, sondern wird ein bisschen abgeschwächt in der Farbe. Aber hier benutze ich auch kein Weiß, sondern ein helles Babyblau. Welche Nummern von den Softpastellen oder welche Farbtöne, die Namen, die werde ich in anderen Videos dann erklären, die ich dann auf meinem Lehrkanal auf Patreon.com dann zeigen werde und erklären werde. So, zwischendurch bin ich wieder mit einem dunkleren Blau habe ich wieder ein dunkleres Blau benutzt, jetzt wieder ein Mittelblau. Und ich arbeite mich dann halt wirklich Schicht für Schicht vor. Hier sieht man einen Pastellstift in hellgrau. Man sieht wirklich, das ist eigentlich nicht gut damit zu malen ist. Also es ist wirklich sehr schwierig. Ab und zu benutze ich es, um ein paar Lichtreflexe reinzumalen. Jetzt geht es wieder weiter mit dem schwarzen Softpastellstückchen von Sennelier. Arbeite wirklich auch, also auch die Nase arbeite ich wirklich ganz langsam aus in verschiedenen Schichten. Ich gucke dann nochmal aufs Foto natürlich und schaue, dass es wirklich alles stimmt, proportional. Und eine Hundenase ist, wenn es eine schwarze Hundenase ist, hat als Untergrundton ein Blau. Also die ist nie nur schwarz. Sie würde sonst halt nicht lebendig aussehen. Also man muss halt auch verschiedene Blautöne kombinieren. Manchmal kann man auch lila oder Violetttöne kombinieren, weil manche Hundenasen sind ja nicht schwarz, sondern auch heller. Die sind dann eher lila mit dem Unterton. Ganz kleine Pünktchen mit diesem hellen Babyblauton. Zwischendurch gehe ich noch mal mit Blau. Ja, oben rum auf der Nase haben die Hunde halt auch so einen helleren Streifen. Und ich korrigiere hier auch noch den oberen Rand der Nase auch mit dem Pastellstift und lockere ihn ein bisschen auf. Bei den meisten Hundenasen ist es so, dass oberhalb des Nasenspiegels die Haare halt in umgekehrter Richtung wachsen, beziehungsweise so ein bisschen auf die Nase fallen. Das wird man gleich nochmal sehen. Ich arbeite immer mehr Details aus.
wie immer gut die Farbe und das Pastell in das Velour einarbeiten, also reintupfen oder reindrücken. Ich arbeite sehr viel mit Senilier und Schminke, aber hier benutze ich noch ein Softpastell, der aber eher so mittelhart ist, also nicht so weich wie die Softpastelle von Schminke oder Senilier, und zwar die Firma Bösner. Das ist eine Eigenmarke von Bösner. Da dieses Softpastell halt etwas härter ist, nicht so weich, aber trotzdem noch weich. Also den benutze ich auch sehr gerne. Zwischendurch habe ich auch noch die Nase und die Schnute obenrum ausgearbeitet. Da könnt ihr jetzt sehen, auch wie die Nasenhärchen sozusagen, ich nenne das Nasenhärchen, auf diese Nase drauf fallen. Kleinen winzigen Stückchen von Softpastellen, die ich mir dann auch wirklich so zurechtbreche, da ich bei Details einfach so besser arbeiten kann. Bei Arbeiten auf Velour muss man halt wirklich auch manchmal im Negativ arbeiten. Das heißt, diese ganzen hellen Härchen, die ich da gemalt habe, manchmal sind die mit dem Softpastellstückchen doch zu dick, und dann gehe ich nochmal mit dem schwarzen Pastellstift und korrigiere es einfach, dass da mehr Details zu sehen sind. Ich schaue immer wieder auf das Foto, was ich daneben liegen habe, dass auch alles stimmt. Korrigiere auch immer zwischendurch, doch wenn ich sehe, na, das passt so nicht. Und ich male wirklich sehr, sehr gern Nasen, aber sie müssen natürlich gut fotografiert sein. Manchmal kommt es vor, dass die Nase einfach total dunkel fotografiert worden ist. Da gibt es halt einen Trick. Da öffne ich das Foto halt im Photoshop und helle mir die Nase halt auf, und da kann ich halt die Details sehen. Sie sind dann eigentlich zu hell, aber ich weiß dann halt, wie ich sie dann zeichnen kann. So, hier nochmal die Härchen. Mit dem Babyblau von Büssner Pastell. Und ja, eigentlich ist soweit die Nase fertig. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, diese kleine Vorführung, wie man eine Nase in Pastell auf Velour malt. Ich liebe es wirklich, auf Velour zu malen. Das ist ein ganz besonderes Medium, und ja, die Porträts, die Hundeporträts sind einfach dadurch so weich und sehen einfach toll aus. Und es ist ein Unterschied zu malen auf Sandpapieren, aber ich liebe das Velour-Papier. Ja, und so sieht dann halt die Nase aus, wenn da auch noch ein bisschen drumherum gemalt ist. Ich habe das jetzt ein bisschen weiterlaufen lassen, damit ihr das seht.
wie das im Zusammenhang aussieht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich plane meinen Patreon-Kanal, wo ich viel mehr zeigen werde, wie man Tiere auf Velourpapier mit Softpastellen malt. Da werde ich auch erklären, welche Materialien man dafür benutzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Thank you.